Dörfer Ranking oder die Hitparade Eifer der Dörfer. Es gibt Dörfer von hohem Ansehen und welche ohne Reputation. Die alte Grafenstadt Schleiden ist nur geringfügig höher gerankt als das benachbarte Gemünd, aber deutlich angesehener als Drömme, Dreiborn. Umgekehrt ist der Drommete, der Dreiborner, robuster als die Talbewohner. Deshalb versichert Werner Rosen, dass man aus einem Drömmede zwei Gemünde machen kann, also aus einem Dreiborner zwei Gemünder. Der Clou an der Teilung, es blieb noch eine Schledene übrig. Wenn ein Dreiborner eine Ganze ist, dann kann man aus ihm mehr als zwei halbe Portionen machen. Am Bleiberg sagt man, wenn du den Künde willst verderven, schickst du nach Kahleberg und schwerfe. Dem Sinn nach bedeutet das, dass das ethisch-moralische Wertekostüm der Nachkommen möglicherweise unzureichend ausfällt, wenn man sie dem schädlichen Einfluss von Kahlenbergern statt Mechernich oder Schwerfenern statt Zülpich aussetzt. Unterschiedliche Rankings geben die Dörfer untereinander. So ist die schlechte Meinung der Hommele aus Bergbühr und der Hetpicker aus Vossel wechselseitig. Mermarene Pearl und Walene Kroer tauschen ihre wechselseitige Geringschätzung auf der Steinfelder Kirmes aus. Und das oft sehr handgreiflich früher. Was sogar zur Bauernregel wurde, je miese sich ob Stehfelder Maat kloppe, desto hüde wär's der Hafe. Je heftiger die Kirmesklopperei, desto üppiger die Hafererbte. Von allen anderen Dörfern top positioniert ist Kommern Süd. Das genaue Gegenteil von Kahlenberg praktisch. Süd ist die Perle der Schavener Heide, der Platz an der Sonne zwischen Gräßberg und Vilskaul, das Saint-Tropez der Nordeifel, die Wiege der Nordeifel High Society. Vor allem Ärzteschaft und Lehrkörper siedelten sich vor 50 Jahren in der Trabantenstadt mitten im Büsch an. Hinzu kamen Finanzbeamte, Offiziere, Geschäftsleute, eine veritable Seniorenresidenz und auch ein unscheinbares Freudenhaus.